Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy und heute um 16 Uhr beginnt die wahrscheinlich bisher beste Special Event Week in Jurassic World Alive. Welche Saurier euch erwarten, welche Strike Events ihr die Woche machen könnt und ein paar Infos zum Turnier. All das erfahrt ihr in diesem Video zu Jurassic World Alive. Und damit vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Ja, hypt euch rein. Diese Woche wird genial. Bevor wir auf die Woche gehen, kurz eine Info zum Turnier. Turnier sollte letzte Woche Freitag im Rahmen des 24-Stunden-Streams stattfinden. Also haben wir dann auch versucht, ja. Freundeskämpfe war dann nicht möglich, ist auch bis jetzt noch nicht möglich. Deswegen neu angesetzter Termin, den kommenden Samstag, 1.12.2018. Ihr seht es auch eingeblendet. Und ihr seht hier jetzt mal, welche Regeln und so es ist. Das ist eigentlich alles gleich geblieben. Gewöhnliche Saurier erlaubt. 18:30 Uhr treffen wir uns, 19 Uhr dann das erste Match. Und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Jeder, der beim letzten Mal angemeldet war, bleibt doch angemeldet. Das heißt, wenn ihr nicht könnt, wäre es ganz cool, wenn ihr mir bei Discord kurz schreibt, hier, ich kann nicht. Ansonsten ist es aber auch nicht schlimm. Ich werde dann sehen, wer nicht da ist. Und für die, die dann zufällig jetzt doch können, die können sich gerne noch anmelden. Link unten in der Beschreibung. So, das war erstmal unnütze Info. Eine wichtige Info noch hier, kurz eingeblendet. Jurassic World Alive hat etwas gepostet, das war schon vorgestern Abend. Und zwar, Attention, migrational winds are predicted, oder ja doch predicted, to shift in the coming weeks. Also, es wird wieder Winde geben, was dazu führt, dass ein paar Saurier, ja, von den Spawns her geändert werden. Ob damit schon das Update gemeint ist, was jetzt schon längst stattgefunden hat, weil der Saurier da drauf, das ist der neue Flugsaurier-Hybrid, den es schon gibt. Oder ob es etwas anderes bedeutet, das weiß ich nicht. Wir werden mal schauen, was so passiert. Und ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. So, jetzt kommen wir schon zu den wichtigen Info diese Woche. Ihr seht es hier eingeblendet. Featured Creatures, also die Wochensaurier. Und ihr seht, vom November, den 26. bis zum 2. Dezember. Sprich, heute am 26. geht es um 16 Uhr los. Und das Ganze geht bis 3. Dezember um 15 Uhr. Aufgeteilt, Montag, Dienstag gewöhnliche, Mittwoch, Donnerstag seltene, Freitag, Samstag und Sonntag die epischen. Thema ist Hybrid Legacy. Und die Saurier sind sehr, sehr nice. Hier seht ihr sie nochmal im Detail und auf welche Saurier Acht geben solltet. Montag, Dienstag die gewöhnlichen. Eine Stunde Spawn-Cooldown-Zeit, wie immer bei den gewöhnlichen. Insgesamt, weil es drei verschiedene Saurier sind, 36 Versuche. Hier haben wir den Apatosaurus, den Velociraptor und den Nundasaurus. Und da würde ich tatsächlich sagen, geht auf den Velociraptor. Der ist gerade im mittleren Bereich, im oberen Bereich sehr begehrt und man braucht ihn und er taucht momentan eben nur nachts auf. Apatosaurus taucht mittlerweile wieder ganztägig global auf und Nundasaurus auch und von daher kann ich euch hier den Velociraptor empfehlen. Kommen wir als nächstes zu den Seltenen. Ihr seht es hier Mittwoch und Donnerstag. Insgesamt vier Saurier, was uns dann ermöglicht, 24 Versuche zu benutzen, was echt viel ist für die Seltenen. 3 Stunden Spawn-Cooldown-Zeit. Und Nodosaurus, Utahraptor, Amagasaurus, Caprosaurus hier sind hier am Start. Und ja, da momentan ja die Tanks nicht ganz so, ja, man braucht Tanks im Team nicht ganz so von der Meta her im Vorteil sind, würde ich es mal nennen. Würde ich hier nicht auf Nodo oder Amagasaurus gehen. Ich würde hier tatsächlich auf Utahraptor und Caprosaurus gehen. Jetzt ist es so, Utahraptor taucht ganztägig auf und Caprosaurus nur in der Dunkelheit nachts. Von daher meine Tendenz hier, die Versuche für Caprosaurus zu verwenden. Utahraptor hat auf jeden Fall gute Hybride, Utahsinoraptor und damit auch davon den einzigartigen Utahrinex-Hybriden. Aprosaurus, ja, Gorgosaurus und legendärer Spinotasaurus, von daher auch gute Hybriden, vor allen Dingen nach der aktuellen Meta. Von daher gehe ich definitiv auf den Caprosaurus. Einige von euch sollten aber auch auf den Utahraptor gehen, denn die weitere Woche lässt euch auf jeden Fall den Utahsinoraptor freischalten. Also gerade für die niedrigeren Level würde ich hier auf Utahraptor gehen und ihr seht es eingeblendet, Freitag, Samstag, Sonntag, episches Wochenende. Ankylosaurus, Sinoceratops und Tyrannosaurus 6. Da würde ich dann auf Sinoceratops gehen, damit ihr den Utahsinoraptor freischaltet und vielleicht sogar leveln könnt. Wenn ihr noch keinen legendären habt, könnt ihr ihn die Woche freischalten eventuell und damit hättet ihr einen Vorteil bei den Arena-Kämpfen. Kommen wir aber jetzt mal dazu, wie ich das so sehe. Für mich persönlich, ich bin ja schon relativ weit. Ihr habt die 9 Versuche, 6 Stunden Spawn-Cooldown-Zeit wie üblich. Für mich ist das wohl die schwierigste Entscheidung bis jetzt bei einer Special Event, worauf welchen Saurier ich gehen sollte. Warum? Ja, Ankylosaurus brauche ich für Ankyntrosaurus und damit für den Trychosaurus. Ankylosaurus brauche ich auch für den Ratchakylosaurus und damit für den Dioratchasaur.
So, Ankylosaurus taucht aber auch in meiner Zone auf. Das spricht dagegen. Sinoceratops taucht nicht in meiner Zone auf und brauche ich für den Allosinosaurus, der einen einzigartigen Hybriden hat, als auch für den für den Utahsinoraptor, der auch einen einzigartigen Hybriden hat. Und Tyrannosaurus Rex, okay, der taucht global auf, aber nicht mehr ganz so häufig, wie ich gelernt habe seit dem Update. Und ich würde gerne den Indoraptor auf 30 bringen. Deswegen bin ich eigentlich hierzu geneigt, komplett auf den T-Rex zu gehen, auch wenn das total stupid ist. Euch kann ich echt empfehlen, geht auf Ankylo oder Sinoceratops, je nachdem, an welchen Saurier selbst ihr schwieriger rankommt. Und wenn ihr an beide gleich schlecht rankommt, also beiden nicht in jeweiligen Zonen nicht wohnt oder so, dann geht auf den Saurier, wo ihr die anderen Bestandteile für die einzigartigen Hybride einfacher bekommt. Sei es Dracoryx als Beispiel oder ein T-Rex oder den Utahraptor oder so selbst. Beziehungsweise, ja, Dracoryx hatte ja. Also, wo ihr dann einfacher rankommt. So kann ich euch das empfehlen. Ich persönlich wahrscheinlich T-Rex, vielleicht auch Sino. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. So viel zu den Wochensauern. Ich finde wirklich, das ist die geilste Woche bis jetzt, die es gab, wo kein einzigartiger und legendärer dabei war. Wie findet ihr die Woche? Ich hoffe, ihr findet sie auch gut, aber ich denke, damit ist allen geholfen. Da ist bei jedem Tag ein brauchbarer Saurier dabei und mich freut das, dass sie so eine coole Woche raushauen. Kommen wir noch zu den wöchentlichen Strike-Events. Ihr seht hier sie eingeblendet, auch vom 26. bis 3. Dezember dann, also 26. November bis 3. Dezember. Thema Hybrid Showcase, okay, das hatten wir noch nicht, also werden wir wahrscheinlich vermehrt gegen Hybride kämpfen. Samstag, episches Strike-Event, Master eingestuft. Oh, wenn ich Hybrid lese, hoffentlich ist das nicht Dilophosaurus und Dilophosaurus, die beiden auf Level 30, was geleakt wurde. Ich halte euch da auf dem Laufenden und werde euch auf jeden Fall einen Guide machen. Ansonsten die Woche relativ harmlos von den Einstufen hier. Wir haben Samstag noch ein fünfstufiges Advanced Strike-Event. Da bin ich mal gespannt, was uns da erwartet, weil Advanced ist so wie letztes Wochenende das zweitschwierigere Event. Mit hybriden Sauriern, da bin ich mal gespannt. Ja, da seid mal gespannt. Das taucht Freitag schon auf. Sprich, Freitag gibt es dazu einen Guide und Samstag dann den zum Master-Event. Ich werde mir heute Nachmittag natürlich auch das Selten-Event anschauen. Ja, und wenn ich da Bedarf sehe, es ist Beginner ausgelegt, das sollte erstmal jeder von euch schaffen, welche Taktik ihr anwenden sollt, dann werde ich dazu auch noch einen kurzen Guide machen. Ansonsten werde ich das kurz bei Discord schreiben oder als YouTube-News hier. Das sendet ihr ein, das verwendet ihr und damit schafft ihr das. Ich finde die Verteilung mittlerweile sehr, sehr gut, dass es von allen und für alle Spieler Strike-Events dabei sind. Und auch die drei Geruchs-Strike-Events, sodass man kostenlose 20 Minuten Gerüche bekommt, finde ich ein sehr, sehr guter Zug von Ludia. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war es jetzt heute mit den ganzen Informationen. Mich würde es freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst und auch gerne ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Oder heute Abend im Stream. Macht's gut, bis dahin, ciao.